Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute die für Fernseher optimierte Version von YouTube zeigen. Man kann diese auch am PC benutzen. Ja, diese sieht auch relativ cool aus. Zum Beispiel auf der Wii kommt man zu so einer Version von YouTube. Oder auf der PlayStation auch. Ja. Die Fernsehversion ist unter www.youtube.com/XL erreichbar. Dann lädt das hier einen kleinen Moment und die Seite sieht auch ziemlich übersichtlich aus. Ja. Man kann hier nicht viel zoomen. Das sieht hier natürlich jetzt ein bisschen groß aus, da das für Fernseher geeignet ist. Aber, naja, auf einem großen Bildschirm sieht das nicht schlecht aus. Hier kann man zum Beispiel jetzt Videos empfohlen, kommen diese hier, dann beste Bewertung und. Dann kann man hier ein Video suchen, Einstellungen. Dann kann man hier Videos filtern und die Sprache festlegen. Also jetzt hier Deutsch. Nebenbei vermeide ja Englisch. Dann lädt das Ganze nochmal kurz neu. Oder hier Italienisch. Und ja. Man kann auch die Standardversion hier wieder anzeigen. Hier unten über diesen Link. Und ja, aber suchen wir einfach mal ein Video. Da suche ich jetzt einfach mal nach KG480 und suche das. Dann lädt das hier. Manchmal geht das schnell, manchmal auch nicht. Wie die YouTube-Server gerade Lust haben. Jetzt haben wir es. Hier haben wir zum Beispiel einfach mal das da. Gastvideo von mir bei jemandem. Und dann kann man sich das auch hier in HD anschauen. Hier gibt es nicht die genauen Einstellungen. Mit 360, 480 und 720 und 1080p. Und da ist HD halt einfach Full HD. Und jetzt hat man halt diesen riesen Player. Da unten kann man auch hin und her scrollen. Und hier Play zurück, bla bla bla. Aber auch relativ gut, finde ich. Denn es kann es auch ganz normal anschauen, eben hier Vollbildmodus. Relativ gut, finde ich. Denn es geht ja über den Webbrowser, naja, über das Google Chat Plugin. Und ja, also finde ich auch sehr gut. Sieht cool aus. Da hat YouTube echt was Tolles gemacht. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt bitte auf den Abonnieren-Button oben. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Falls es noch Fragen gibt, schreibt einfach eine E-Mail an support@k480.at oder unten einen Kommentar. Und ja. Okay, das war's.